Herzlich willkommen! Ich erkläre dir nun die bekanntesten Integrationsregeln. Das Skript mit vielen Beispielen findest du auf meiner Homepage. Integrationsregel der konstanten Zahl f von x ist gleich k integriert k mal x plus c plus die Integrationskonstante. Folgendes Beispiel: f von x ist gleich 4. Stammfunktion lautet 4x plus c. Das heißt, zur konstanten Zahl kommt die Integrationsvariable dazu. Potenzregel: f von x ist x hoch n, Hochzahl um 1 erhöhen, durch die neue Hochzahl durchdividieren. Gilt für alle Potenzen außer n ungleich minus 1. F von x ist x hoch 3. Stammfunktion ist x hoch 4, Hochzahl um 1 erhöhen, durch die neue Hochzahl durchdividieren, plus c. Faktorregel: einen konstanten Faktor kann man herausheben. Wir haben die Funktion 3x². Stammfunktion, den konstanten Faktor, den Dreier, schreiben wir einfach mit. X² wird mit der Potenzregel integriert, also x hoch 3 Drittel plus c. Die Dreier können wir noch wegkürzen, übrig bleibt x hoch 3 plus c. Wie kann man überprüfen, ob man richtig integriert hat? Indem man die Funktion wieder ableitet. F' von x ist ja 3x². C fällt weg und das ist ja genau die Ausgangsfunktion f von x. Das ist ja die Definition einer Stammfunktion. Summen- und Differenzenregeln. Bei einer Summe werden die Summanden einzeln integriert. Bei einer Differenz funktioniert das analog. Bilden wir die Stammfunktion. Wir integrieren 2x separat. Faktorregel und Potenzregel x² halbe minus 5x plus c. Die Zweier können wir noch wegkürzen. X² minus 5x plus c. Nun betrachten wir die Funktion 1 durch x, x hoch minus 1. Das ist ja die einzige Potenz, bei der wir eine andere Integrationsregel anwenden müssen. F von x ist 5 durch x, das schreiben wir als 5 mal x hoch minus 1. Die Stammfunktion ist dann f von x ist gleich 5 mal ln vom Betrag von x plus c. Exponentialfunktion e hoch x bleibt gleich. Das heißt, 2 mal e hoch x ist integriert. Auch 2 mal e hoch x plus die Integrationskonstante c. Sinus von x wird zum minus Cosinus von x, also 3 mal Sinus von x wird dann zu minus 3 mal Cosinus von x plus c und Cosinus von x wird zu minus Sinus von x. Minus 2 mal Cosinus von x wird zu minus 2 mal Sinus von x plus c. Letzte Integrationsregel. Jetzt haben wir einen konstanten Faktor in f von x drinnen. Bei der Stammfunktion wird dieser mit 1 durch diesen Faktor herausgezogen. In der Stammfunktion bleibt dann auch k mal x drinnen. Wie schaut das nun konkret aus? Wir haben hier einen konstanten Faktor. Statt Sinus von x haben wir Sinus von 3x. Bilden wir die Stammfunktion. Wir müssen diesen Faktor herausziehen. Dieser wird zu 1 Drittel, Sinus wird zu minus Cosinus, also minus 1 Drittel mal Cosinus von 3x plus c. E hoch 5x wird zu 1 Fünftel mal e hoch
5x plus c. Beispiel 1a. Ermittle das unbestimmte Integral der Funktion f. Anwendung Differenzenregel. Diese beiden Teile werden separat integriert. Wir erhalten 2 mal ln von Betrag von x minus 2 mal e hoch 2x, aufpassen, konstante Zahl in der Funktion enthalten, also mal 1/2 e hoch 2x plus c. Die Zweier kürzen sich noch weg, übrig bleibt 2 mal ln von x minus e hoch 2x plus c. Stammfunktion, f von x ist 1/3 mal Sinus von 3x minus 4 mal Exponent um 1 erhöhen, x hoch 4, 1/4, die 4er kürzen sich weg, plus c. Übrig bleibt 1/3 mal Sinus von 3x minus x hoch 4 plus c. Ich hoffe, ich konnte dir die Integrationsregeln verständlich erklären. Ich würde mich über eine Rückmeldung freuen.